Hallo meine Freunde und willkommen zurück. Ich habe mal gerastet. Ich habe gedacht, scheiß drauf, wir haben so viele Rastvorräte. Lieber jetzt schnell mal einmal rasten, als dass wir gleich verrecken. Wer weiß, was auf der anderen Seite kommt. Okay, wir überqueren den Fluss. Nee, warte, ich will alle. So. Athletik, ey. Und schaffen wir's? Ja. Sehr gut. So, sneaky. They won't see me. I got it. Wer weiß, was hier kommt. Senke die Brücke. Okay. Okay, da sind welche. Zack, und drauf da. Hilft mal hier bei dem. Er geht da auch mit drauf. Und er hier. Holt sich mal hier die Aggro. Und der gute Delui. Oh, wir haben Level Up. Los. Ah, es gibt's doch nicht. Gut, jetzt kriegt aber der richtige Schaden. Blockiert einen einzelnen Feind, den du deutlich erhöhten Schaden zufügst, wenn das Steel Barrack in Kampfbindung genommen hat. Okay. Und der läuft außen rum. Das gibt's doch nicht. Damn thing couldn't pierce cloth. Mal auf. Ich hau dich weg, du Arsch. Hol ihm eine rein, Alter. Nice. Alle auf ihn. Was mir los mit euch? Bonus auf Stärke und Vitalität. Consider it done. Haut rein, Leute, haut sie um. Jawohl. War ja easy. Nice! Ich dachte schon, das wäre es für mich. Geht weiter, Schicksalsbinder. Ich kann dir jetzt nicht weiterhelfen. Oh, toll. Ich dachte, wir hätten jetzt vielleicht irgendwen gerettet. Gerettet. So. Wird sicherlich hier ähnlich weitergehen jetzt. Ab. Erstmal ganz ruhig Ruhe bewahren hier. Einen Schluck Kaffee trinken. Hat er mindestens seit 3 Stunden kalt. So. Und sneak. Sorry, can't do that. Was haben wir denn hier? Ein Topaz. Kairos' Butchers have come! Flee! Ihre Schlechter sind gekommen, flieht! Matani Sybil, das ist die, die mit uns gesprochen hat auf der anderen Seite. Scheiße. Rückzug! Hauptmann Matani signalisiert ihren Truppen, sich in das nahegelegene Dorf zurückzuziehen. Es sind zu viele. Sie haben den Fluss überquert. Zieht euch zurück! Die Soldaten der Vendrien-Wache eilen nach vorne und nehmen eine enge Verteidigungsformation an, um Hauptmann Matani bei ihrem Rückzug zur nahegelegenen Siedlung zu schützen. Okay, Athletik, ja, haben wir nicht. Lügen! Ich habe Pelox Florian erschlagen, euren angeblich besten Kämpfer. Wenn ihr Putzbrocken als nächstes sterben wollt, dann nur her mit euch. Oder halt, ich will nur reden. Pff, wir wollen nicht nur reden. Oder angreifen stirbt. Ne, wir lügen die mal an. Dann können wir vielleicht die Moral senken. Einer der Soldaten ergreift angesichts deiner Schmähung die Panik. Er verlässt die Formation. Um zu fliehen. Okay, der hier verlässt die Formation. Wen haben wir denn hier? Eine Ehrenwache. Sonnenwache und Bogenschützen. Pass auf. Wir gehen auf ihn. Alle. Another battle. I'm starting to think we're bad. Mal auf, Kumpel. Du musst dir jetzt mit Spott hier ihn sichern.
Du, meine Liebe, aus dem hiermit richtig einen rein. Und du, mein Freund, aus dem auch richtig einen rein. Du, mein Freund, aus hiermit hin. Nee. Du gehst hier hin. Du gehst mit auf den. Unterbrich ihn. Setz ihn in Brand! Super. Komm, und den haut ihr jetzt um, ihr beiden. Und boom! Nice. Das war nice. So, ihr beiden rennt jetzt gleich zu ihm. Und macht den fertig. Gib ihr Energie. Hat das auch, ne? Du gibst ihm Energie. Nicht anders als Beric anzugreifen, während die verschwunden gewesen ist. Okay, dann machen wir das. Was für ein Arsch, Alter, was er für einen mega motzigen Drecksdinger macht. Can't do that. Für Schaden kriegen, Alter. Komm her, Landry muss hier mal seine Feder hinschmeißen. Denn sie muss ihn jetzt mal hier richtig umboxen. Und er muss jetzt mal hier die schweren Geschütze rausholen und ihn voll in Brand stecken, Alter. Bam. Passt. Bam. Voll. Nice. Alle tot. Jetzt können wir das hier runterlassen. Lass die Hosen runter. Dann gehen wir erstmal hier hin. Was haben wir? Ein zertrümmertes Schwert. Naja. Gab schon mal bessere Sachen. Speichern. Und die Brücke runterlassen. Ja! Hervorragende Arbeit, Schicksalsbinder. Wir werden die Brücke gegen jeden feindliche Verstärkung halten. Ich dachte, ihr greift jetzt an. Wir sollten unseren Schwung nicht verlieren. Auf ins Dorf. Wir werden so bald wie möglich aufschließen. Wir sollen jetzt vorgehen oder was? Und eure scheiß Drecksarbeit machen, ihr. Ja, sollen wir. Tolle Wurst. So, wo geht's denn hier ins Dorf? Ins Dorf? Nee. Hier sind auf jeden Fall noch Sachen zum Looten. Ja, dann werden wir die jetzt auch mal schnell looten. Interesting. Paar Mahlzeiten. Leere Kisten. Ah, und der Elementarbarriere. Ergänzung hinzugefügt, eisengebundene Ausrüstung. Das ist nice. Ein Met. Level up. Machen wir mal schnell. So, der gute Herr der Louis hat einen Levelaufstieg. Ein Punkt steht zur Verfügung. Oh, wir gehen. Verstand werden der Ultrazauberer. Stärke, Magie. Weltrüstung. Geht, ey, wir liegen natürlich sofort am Boden. Was ist? So! Verleiht zusätzliche Zauberplätze. Ergänzt Stoßangriff um einen Beeinträchtigung Zauberbruch. Verleiht außerdem für eine kurze Zeit nach Einsatz von Stoß ein Bruch. Stoß ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Das habt ihr ja sicher. Stoß ein Verwurzelungs. Stoß erhöht jetzt außerdem die Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil wenn wir den Gegner stoßen, dann bleibt er an Ort und Stelle und wir können uns wissen. Hinter, wodurch du einen Gegnern blendest, wenn du ihn deinen Angriff
Auch nice. Ja, man muss jetzt gucken. Ach, Ziele mit leichter Verzögerung, darauf zu konzentrieren, Herz des Ziels zu treffen. Du erhältst einen Genauigkeitsbonus für dieses Ziel. Ja. Konzentriere deinen Willen in einem Schild aus Energie, der dich selbst oder ein Gruppenmitglied umgibt, der Energieschild. Das ist geil! Also nehmen wir das hier, ne? Zauberbruch. Vielleicht außerdem ein Bonus auf Magieskill. Das mal. Magie. Ja, ja. Haben wir rausgekriegt. Safen. Ab ins Dorf. Ins Dorf. Da wohl erwartet. Vielleicht hätten wir nochmal rasten sollen. Ich weiß es nicht. Louis hat echt nicht mehr so viel Energie. Na gut. Wir werden sehen. Ach du Scheiße. Sind ja alles Idioten hier. They're here. Run. Sind hier. Rennt. Die Arschgeigen. Sonnenwache. Sonnenwache. Send them at me in waves! Okay, so stark sind die nicht. Bleed out, you little shit! Guck mal, jetzt haben wir unsere Stoßfähigkeit. Können wir auch mal testen. Und jetzt machen wir mehr Schaden. Werden wir gleich sehen, hoffentlich. Und boom! Tot ist er. Vielleicht sollten wir sneaken hier. Wäre vielleicht angebracht. Ah, Sandalen. Schwere Sandalen. Sind sie besser als die Stiefel des Schicksalsbinders? Wer weiß das schon? Time to lighten my step. So, das ist nur ein Siedler. Die Siedler. Wer hat es nicht gespielt? Grandioses Spiel. So, hier gibt es Waren zum Abgreifen. Wir schleichen mal um die Gebäude rum. Das ist wie bei der Reise nach Jerusalem. Wird sicherlich noch sowas wie einen Endkampf gleich geben, da bin ich mir sicher. Oh, List. Aber wir haben ja genug List. Das dauert aber auch, ne? Kommen wir auch nicht durch. Das heißt, wir müssen hier oben lang. Aha, da ist schon... Wache. Ja, ich hab's gesehen. Da ist auch eine Sonnenwache. Wieder zwei. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Zurück. I got it. Halt mal eure Gehirne aus. Your days. Hier um die Ecke. Kann er uns ja gar nicht treffen. Zack und drauf. Also ich dachte, er löst die Falle aus. Tut er nicht. Will do. Kumpel. Oh, you're not going anywhere. Will do. The Vengeance Guard can't protect us. We must... Zack und tot. Ja, aber der will uns nicht angreifen, habe ich das Gefühl. Da aus dem Pfeil raus. Dass der mich trifft, das ist doch eine Unverschämtheit. Er darf mich doch gar nicht treffen. Zack. Das ist aber richtig einer auf der Fresse. You got it. So.
Weil um. Er fällt vom Bluten um. Oh, nicht so. Nice, danke für die Heilung. Werfen wir mal die Fallen. Besser ist es. Hätte jetzt auch besser laufen können. Naht. Ah. Wäre Beinschienen der Vendrin-Wache. Weiß nicht, ob das was ist für Kumpel hier. Ja, schwere Beinschienen. Minus Rüstung. Ja, ist schon scheiße, ne? Minus Rüstung. Schon scheiße. Rüstung. Rüstung. Minus Rüstung. Minus Rüstung. Das hier. Helm des Purpursperrs. Ist auch scheiße. Aussieht. Plus Rüstung. Minus Erholung. Minus Abwehr. Minus Genauigkeit. Ne, dann wollen wir das natürlich nicht. Oh, plus Genauigkeit. Guck dir mal das an. Schwerer Lederhelm. Vergleichen. Mhm. Ja, dann ist das doch. Dann ist das doch klar, dass die sich. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Mehrer Lederhelm. Zack. Nice. Erdhexenkapuze. Da gucke ich mir jetzt hier nochmal. Plus Genauigkeit und plus Erholung. Dann setzen wir uns doch die Erdhexenkapuze. Oh, guck mal, das sieht richtig gut aus. Meine Fresse. Steinschildhelm. Das ist doch was für ihn. Ich glaube. Ach, er kann gar keine andere Rüstung tragen. Stimmt, er ist ja drin festgerostet. Okay. Okay, gut. Das ist hier minus 1. Ich. Okay. Mhm. Ein Pferd. Kann er auch ein Schild tragen? Ja, wir werden es nie herausfinden. Hier irgendeine geile Waffe für sie mit dazu. Minus DPS ist schon scheiße. Hm. Minus DPS ist auch schon scheiße. Ne, dann lassen wir bei ihren Waffen bleiben. So. Machen wir weiter. Niki-Modus. Ja, wir müssen bestimmt hier hoch. Wenn hier schon so eine Brücke ist, dann müssen wir hier auch hoch. Lila. Höchchen. An. Wenn wir hier rumsneaken, dann sehen die uns nicht. Geil. Weißes Pulver, Mehl, natürlich. Weißes Pulver ist immer Mehl. Und Rollenspielen in 90% der Fälle, in 97% der Fälle ist es Mehl. So ist das. So. Bevor wir weiter über Mehl schwadronieren, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge suchen wir weiter das Dorf heim. Es wird bestimmt noch einen Endkampf geben oder sowas. Ich bin mir sicher. Main bleiben. Bis dann.